Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So, Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Zipfer ist mal wieder angesagt und zwar das Märzen. Ja, das hat 5% Umdrehungen, Wasser, Gersten, Malz und Hopfen ist enthalten. Als Vollbier angegeben, mitgenommen im Getränkehofmann und wir haben es hier noch nicht vorgestellt. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir überhaupt schon mal einen Zipfer hatten, aber ich glaube schon. Bin mir allerdings jetzt nicht so sicher. Seit 1858 gibt es das Ganze. Gebraut mit Naturhopfen, wird also extra nochmal angegeben. Premium-Qualität und ja, Zipfermärzen. So schaut's aus, kommt in einer NRW-Flasche daher. Hier oben von der Bottle Cap, die ist bedruckt, hat einen eigenen Aufdruck abbekommen. Finde ich schon mal schön. Ne? Ich sage ja immer wieder, wenn das so im Kasten drin steht, dann weißt du, aha, das ist das Zipfer Märzen. So, jetzt brauche ich mal kurz unseren Öffner. Dann mache ich das mal auf. Hab nämlich schon wieder Bierdurst, Freunde. Ne? So, das kriegt der Sammler. Das ist die Sammlerschublade. Und dann wollen wir mal schauen. Entspannungsverdampfung kommt raus. Ja, das ist schon fast ein halber Auspuff. Sieht gut aus. Und dann würde ich sagen, lassen wir mal laufen. So, ich mache da mal so einen mittleren Einschank. So in etwa. So, was haben wir da? Ist ein Bier. Gibt sich erstmal als Bier zu erkennen. Finde ich schon mal schön. Zwei Fingerbreite Blume, fein bis mittelporig. Paar Luftbläschen kann ich drauf entdecken. Der Schaum, ja, bleibt ein bisschen an der Glaswand haften. Mit geschultem Auge würde ich sagen, 90 Sekunden Standard kriegen wir auch hier hin. Wie gesagt, gute Qualität hier immer bei uns. Das ist schon in Ordnung, auch in der Preisklasse. Sind wir so im ja, gehobeneren Industriestandard, würde ich jetzt mal fast schon sagen. Also kriegt man schon ein bisschen häufiger bei uns. So, weiter geht's. EBC-Skala, Farbspektrum, wie sieht's aus? Ich würde sagen, es ist ein helleres Getreidegold, filtriert, ist klar. Es ist jetzt nicht sehr saftig, es ist aber auch nicht verblasst oder verwässert. Also sucht euch was aus, irgendwas, was in der Mitte liegt. Aber es ist erstmal noch okay, also es sieht jetzt nicht verwässert aus oder sowas. Es ist schon okay, ist halt nur nicht so saftig jetzt. Das ist nicht so satt, der Ton. Ranzüberzug ist trotzdem vorhanden. Carbonisierung per Lage würde ich sagen, ja. Gleichmäßiger Aufstieg, schöne Perlung. Sieht schon mal ganz gut aus. Schwebeteilchen entdecke ich da jetzt nicht drin. Finde ich auch gut. Genauso sollte das sein. Freunde, das ist doch solide, oder? Wenn ihr so ein Bier dahingestellt bekommt, dann werdet ihr bestimmt sagen, ja, lass mal stehen, zapf schon mal das nächste. Ne? Also aus dem Grund, so können wir es auch bewerten. Komm, 5 von 5, / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Finde ich schon mal schön. So, dann mal anschnuppern. Ja, vom Malzkörper her durchaus ein bisschen brotig. Ja, das geht schon so in die Richtung. Mild. Und hinten raus kriege ich da sogar ein bisschen leckeren, aromatischen Hopfen. Der sticht da so ein bisschen davor. Also vom Bouquet her durchaus wahrnehmbar und angenehm in der Nase. Also es riecht schon mal ganz gut. Und nu? Jetzt müssen wir es probieren, Freunde. Jetzt kommt der Antrag. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ihr Lieben, auf euch. Zum Wohl. Auf das Bier und auf den Genuss. Oh, oho, oho, welche Freude auf der Zunge, Freunde. Mhm, aha, oho, interessant. Fangen wir mal an. Antrunk, Attribute, wie sieht's aus? Dynamisches Bier oder eher ein gemütliches Bier? Bei einem Märzen, naja, da könnte man sich für ein Hybride entscheiden oder für ein dynamisches Bier. In diesem Falle möchte ich doch aber eher den Schwenk rübergehen zum gemütlichen Bier hin. Warum? Weil ich es in seinen Aromaspitzen tatsächlich schon recht intensiv finde und vor allen Dingen spannend genug, um das Bier tatsächlich auch als gemütliches Bier bezeichnen bzw. behandeln zu können. Das heißt also, ein bisschen länger auf der Zunge behalten, kleinere Schlucke nehmen, sich ein bisschen auf die Aromenkopf der Zunge konzentrieren, dann hat man tatsächlich ein bisschen mehr von. Gerade dadurch, dass es noch ja, sehr feine Aromen hat und die kommen einfach dadurch noch ein bisschen besser zur Geltung. Was ich damit sagen will, es wäre schade, das einfach so wegzuächsen, weil da sind wirklich ein paar schöne, interessante Aromaspitzen drin, die einfach ein bisschen mehr ja, Aufmerksamkeit benötigen. Deswegen behandelt es mal ein bisschen mehr als gemütliches Bier. So viel erstmal dazu. Erster Eindruck erstmal, oh, interessant, da kommen Aromen nach vorne. Finde ich schon mal gut, ist nicht selbstverständlich. Auch Märzen hatten wir einige gehabt, wo wir gesagt haben, so, okay, da fehlt es ein bisschen ne, an der Aromaspitze. Hier ist es vorhanden, finde ich schon mal sehr sympathisch. So, aber die riecht es auch raus. Dann müssen wir mal probieren nochmal, ne?
Ja, also fangen wir erstmal an mit dem Malzkörper, wie immer. Vorhanden, Getreidigkeit, Lieblichkeit, Nussigkeit, ganz klar. Ich habe schon gesagt, riecht ein bisschen brotig und genauso schmeckt es auch. Finde ich gut, ist nicht übertrieben, wirkt nicht aufgesetzt, genau richtig ausbalanciert. So sollte das sein, finde ich gut. Geht über in diesen Fruchtkörper rein. Auch ganz klassisch, ich würde sagen, auch hier überreifer Apfel, überreife Birne. Schön mit dieser Kombination, mit der Getreidigkeit, kommt sehr gut rüber. Und nun, Freunde, nun kommt etwas, was dieses ja, Zipfermerzen hier schafft. Nämlich im hinteren Teil, dann passiert ein bisschen was, wo sich nämlich der Hopfen dann meldet. Und ja, man schmeckt tatsächlich dieses Naturelle, diesen Naturhopfen wirklich auch raus. Der ist jetzt nicht durch irgendwas Exotisches, also es schmeckt wie Vanille, wie eine Melone, wie eine Drachenfrucht oder hier Klassiker, ne, unser Cascade oder so, der dann wirklich ja, so eine tropische Fruchtbombe ist oder irgendwie was anderes Verrücktes. Sondern hier schmeckt es wirklich so nach Natur. Beim Pfeifentabak würde man jetzt wahrscheinlich sagen, es ist ein naturbelassener Virginia oder sowas in der Richtung. Ja, das würde man so beim Pfeifentabak jetzt so definieren wollen. Und hier haben wir es von der Hopfung her tatsächlich auch so, dass der Geschmack zwar vom Hopfen sehr präsent ist, sehr deutlich in den Aromaspitzen nach vorne tritt. Das ist richtig schön, macht Spaß auf der Zunge zu erschmecken, auf der Zunge drauf zu haben. Aber das kommt dann so dieses Florale, ich nenne es mal Florale. Dieses Florale kommt mit nach vorne. Also nichts Exotisches, sondern so ganz floral wie so eine Hopfendolde. Vielleicht, ich habe ja schon mal so eine Hopfendolde gehabt. So. Also dieses Florale, das kommt dann so mit. Und das, muss ich sagen, ist in der Textur, also im Profil von diesem Bier, sehr, sehr schön ausgearbeitet, sehr, sehr schön ausbalanciert, sodass es durchaus ein Leckerli ist. Ich würde es als Leckerli bezeichnen. Ist jetzt nichts, wo ich sage, wow, absolut kreativ. Wow, absolut innovativ, exclusive, surprise, das hast du hier nicht. Das ist klar, da sind wir aber auch ganz weit entfernt aus dieser Craft-Bier-Richtung raus. Das ist schon eher ein bisschen konventioneller, das ist ein guter Industriestandard, schon im höheren im Segment, ne, also im höheren Bereich anzusiedeln, was ganz klar ist hier beim Zipfer. Ne? Und das ist trotzdem sehr gut. Das ist sehr gut gelöst. Das ist ein super Bier. Ich gehe so weit, ich würde von einem Genießerbier sprechen wollen. Ja, und auch wenn es genug Sauerstoff hat, also du merkst auch, das wird nicht unangenehm. Ich weiß jetzt nicht, vom IBU-Gehalt her, was würde ich ihn schätzen? Also ich tippe mal, das wird so unter 20 liegen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber von der Herbe her präsentiert es jetzt ich auch nicht so krass. Also der Hopfen kommt zwar klar durch, aber eher aromatisch, nicht herb. Wenn ich schätzen müsste, würde ich jetzt so 17, 18, höchstens 20. Aber ist toll. Ein schöner Nachgang auch, ne? Mit der Speichelneuproduktion, da hast du richtig noch was von. Freust du dich auf den nächsten Schluck. Wie wollen wir es bewerten, Leute? Kategorie natürlich, machen wir wieder Kategoriebewertung. Ich habe ja schon gesagt, gehobener Industriestandard. Ne? Also ist jetzt nicht ganz so selten, sehe ich schon öfters mal im Rösler, im Getränkehofmann, ne, auch Kaufland, habe ich auch schon gesehen. Also, wie war das Kaufland? Nee, müsste Getränkehofmann war das, genau, Getränkehofmann. Oder Rösler, keine Ahnung, oder Lehmann, oder ich da. Ich schwanke noch. Ich möchte mal eine richtig fette und satte 4 plus raushauen. 4 von 5/6 möglichen Punkten ist es mir wert. Tendenz zu 5 Punkte hin. Also ich finde wirklich, das kannst du deinen Gästen anbieten, deinen Besuch anbieten. Die werden sich nicht beschweren. In dem Sinne, Biersüffler ist draußen. Wenn euch das hier gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.